Und ja, Leute, so wurde ich um 50.000 Euro betrogen. Die Boxer-Sommeraktion ab jetzt auf www.scheißboxer.shop. Wähle zwischen 3 Bundles und spare richtig viel Geld. Nur solange der Vorrat reicht. Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem, ja, etwas ernsteren Video. Ich habe mal wieder eine Story für euch und zwar, ja, eine weitere Story, wie ich abgezogen wurde. Es gibt nicht nur eine. Ich war sehr naiv und mir ist sowas echt oft passiert. Also, ich habe euch letztens schon erzählt, wo ich hier um 3.000 Euro abgezogen wurde bei unserem Boot. Dann, jetzt habe ich eine Story, wie ich 50.000 Euro so gesehen abgezogen wurde. So gesehen erkläre ich gleich noch, weil eigentlich wurden mir auch hier nur 3.000 Euro abgezogen. Aber da ging es, sage ich jetzt mal, um ein Investment, was dann zu dem Zeitpunkt 50.000 Euro wert gewesen wäre. So, und jetzt bellt Lou. Ich glaube, der Postbote ist da. Ich gucke mal kurz nach. Ja, Leute. Was wir heute auch allerdings machen werden, warum ich auch eigentlich auf die Idee gekommen bin, das Video zu drehen. Ich habe gesehen, dass dieser Betrüger, der mich abgezogen ist, auf Telegram eingetreten ist. Telegram ist so ein Messenger, so wie WhatsApp. Und da kriegt man immer eine Benachrichtigung, wenn einer deiner Kontakte irgendwie sich da registriert oder neu drauf ist. So, und tatsächlich ist der auf Telegram drauf. Und ich werde den heute, glaube ich mal, etwas zur Rede stellen und versuchen, ihn irgendwie zu erreichen. So, worum ging es denn überhaupt? Es war das Jahr 2018, August. Ich habe damals, vor 4 Jahren, ja, Pokémon-Karten-Videos gemacht. Ich habe immer solche Booster-Packs geöffnet. Ich habe da auch noch ein paar rumliegen. Also vielleicht mache ich die auch irgendwann mal auf. Keine Ahnung. Das ist jetzt nichts super Teures, aber im Prinzip ging es auch um so ein ähnliches Ding. Ja, ich habe einen öffentlichen Aufruf gemacht in einem meiner YouTube-Videos. Ihr müsst wissen, es war vor dem Pokémon-Karten-Hype. Vor Primex, vor den ganzen anderen. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie halt ein gutes Gefühl gehabt für und dachte halt, yo, das ist eine gute Idee. Ich kaufe mir so ein Ding. Ich will da investieren. Worum ging es denn überhaupt? Es ging um das First Edition Base Set 1999 Display aus Deutschland. Das heißt, das ist so eine Packung, ihr seht es eh gerade eingeblendet. Das ist im Prinzip die erste Auflage von Pokémon-Karten, die erste Edition mit nur der ersten Generation drin. Da gibt es Karten, die sind richtig krass, beispielsweise in Glurak, was wirklich, wirklich viel Geld wert sein kann und das halt noch original verpackt. Und diese Dinger kosteten damals um die, ja, 3.000 Euro. So, und ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, online einfach auf eBay zu kaufen und dachte mir, nee, vielleicht frage ich mal lieber wen aus der Community. Vielleicht hat ja irgendwer so ein Display rumliegen. Vielleicht kennt irgendwer wen. So, gut. Weil ich wollte das halt unbedingt haben. Fun Fact, dieses Display wurde halt im Laufe der Zeit später dann zum Hype 50.000 Euro wert. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger wert. Würde man schätzen, ach, für 17.000 Euro oder so kriegt man so ein Ding schon. Aber in jedem Fall ist das auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich, weil ich eben gescammt wurde. Ich habe hier auf dem Handy auch noch den Original-Chat-Verlauf mit dem Kollegen hier. Und ich werde euch das jetzt auch einfach mal abfilmen und ihr könnt da ein bisschen mitlesen. So, und zwar, hi Pukia, servus, Freitag können wir das machen, oder? Ja, Freitag können wir das machen, blablabla, okay, easy, ja, wie war dein Urlaub? Griechenland, super, danke. Der wusste total Bescheid, der wusste über alles. Der hat das dann irgendwie auf Instagram gelesen oder wo auch immer, keine Ahnung. So, und dann fragt er direkt schon mal, wäre das für dich ein Problem, das Geld verteilt zu überweisen? Wieso das denn? Weil ich mir meinem normalen PayPal-Konto keine so hohen Beträge empfangen kann. Das wäre Geldwäscheschutz bei PayPal, was übrigens totaler Schwachsinn ist. Empfangen kannst du so viel Geld, wie du willst, nur PayPal sperrt dich in der Regel dann halt und sagt halt, yo, das ist so viel Geld. Wir sperren dich jetzt. Bitte weiß nach, wo das Geld herkommt. Schick uns deine Ausweisdokumente, was auch immer. Dann ist das auch in Ordnung. So, das war eigentlich schon die erste Red Flag, aber ich dachte mir halt nichts dabei. Ich habe damit auch noch null Erfahrung gehabt. So, dann habe ich halt vorgeschlagen, dass ich das aufs Bankkonto überweise, weil im Endeffekt ist es, sage ich jetzt mal, sicherer auf dem Bankkonto zu überweisen. In der Hinsicht, und da kommen wir auch schon wieder zum Punkt, bitte nehmt euch da kein Beispiel, aber ich dachte zumindest, ist es sicherer, weil, ja, da muss ja eine echte Person dahinter stecken. Das ist auch Fakt. Also in Deutschland ist es, glaube ich, sehr schwierig, auf einem falschen Namen ein Bankkonto zu eröffnen. Deswegen wollte ich es auch darauf überweisen, dass ich mir halt zu 100% sicher bin, dass das auch alles legit ist. PayPal kann man mal easy einfach so erstellen mit einer E-Mail-Adresse. So, und ja, da gibt es halt sozusagen keinen krassen Nachweis, den du liefern musst, außer es geht halt so ein hoher Betrag ein. Deswegen, wenn ihr was bezahlt, immer dann bitte mit Käuferschutz PayPal. Ich habe es nicht gemacht. Dazu kommen wir aber gleich noch. Habe gerade bei PayPal angerufen. Mein Empfangslimit wäre 2.500 im Jahr, aber du hast ein Sendelimit von 1.000, sofern das nicht aufgehoben wurde bei dir. Das heißt, wäre besser, es auf 2 Konten aufzuteilen. Wo wohnst du denn? Sonst würde ich das in Betracht ziehen, dass wir uns eventuell treffen. Einige Audios. So, und dann sagt er, wir haben also er und seine Freundin haben ein gemeinsames Konto. Ja, geht nicht, hab keine Eltern mehr. Also, das auf das Konto der Eltern zu überweisen, geht nicht, weil er hat keine Eltern mehr. Empfangslimit kann man nicht erhöhen, hab schon angerufen. Also, PayPal wäre schon am besten. Wenn du das Limit von 1.000 nicht überschreiten tust, geht das auch so. Wenn du 3 mal 900 überweisen tust, darf halt nur das Limit Limit nicht überschreiten. So, ich habe gesagt, ich melde mich. So, dann schreibt er, wenn du was für deine Steuern brauchst, schick mir einfach einen PDF mit der Vorlage. Ich drucke das aus und fülle das aus und stecke sie ins Paket dazu. Hab gerade gehört, du hast verkündet, dass du das Base Set öffnen willst. Guck mal, der hat wirklich komplett den Durchblick gehabt und das finde ich so traurig, ne? Der wusste alles von YouTube. Der wusste Bescheid. Ich dachte wirklich, das ist echt ein Hardcore-Fan und ich habe da echt Glück, dass ich da einen getroffen habe, der mir das verkauft. So, dann habe ich nochmal gefragt, ob wir uns treffen können. Er meinte so, nein, er ist dann für 2 Wochen auf Montage ab Dienstag. Dann habe ich halt gesagt, okay, dann schaue ich mal, wie das mit PayPal geht. So, blablabla. So, dann schreibe ich, er müsste mir bitte eine Rechnung stellen mit seiner Anschrift und meiner und dem Betrag und das Item, also ne, für meine Steuern. Gut, hat er dann auch gemacht. So, ich habe sogar einen privaten Kaufvertrag aufgesetzt, weil ich mir hundertprozentig sicher sein wollte. Und das ist er. Kaufgegenstand ist dieses Display, blablabla. Kaufpreis, zack, und der Kontoinhaber, das ist der liebe... Seht ihr gerade nicht, ist zensiert. Und dann steht hier noch der Rest, ne? Und ja, das war's auch schon. So, dass ich halt auf der sicheren Seite bin. Er hat mir sogar ein Bild von seinem Ausweis geschickt. Und das müssen wir mal ganz kurz hier blurren natürlich. Aber das ist sein Ausweis. Ja, kann da jetzt nicht viel drüber sagen, außer dass der es höchstwahrscheinlich nicht der Typ ist, der mich am Ende abgezogen hat. Aber, jetzt kommt's, er hat mir auch einen Wohnraum-Mietvertrag geschickt, der auf denselben Namen läuft, von seiner Wohnung. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht muss ich da im Nachgang nochmal ein bisschen forschen. Die Polizei hat es leider nicht geschafft. Auch schon mal Spoiler dazu. Aber ich weiß nicht, ob der da wirklich wohnt, ob das wirklich die Person ist. Aber vielleicht finde ich da ja noch was raus. Vielleicht werde ich einfach mal ein bisschen Privatdetektiv. Dann hat er mir noch seine E-Mails geschickt, wo ich das hinschicken soll, das Geld von PayPal. Das ist auch wieder zensiert hier. So, dann habe ich jetzt das Geld überwiesen. Zack, da seht ihr es. Sie haben 3.000 € an bla 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 verschickt. Das war, oder gesendet. Das war 14.08.2018. Dann sagt der Jupp gerade gesehen, heute schaffe ich es nicht mehr, würde es morgen losschicken. Dann habe ich nochmal die Adresse von mir geschickt. So, dann schreibt er, muss ich noch informieren wegen Versicherung etc., aber ich denke, das geht klar mit Express. Dann frage ich schon, verschickt, hallo, warst du schon bei der Post? Schick mir dann bitte die Sendeverfolgungsnummer. Hallo, Ron, Fragezeichen. Bis morgen 13 Uhr habe ich bitte eine Sendenummer. Jo, hallo. So, da sind schon 2 Tage vergangen. Hallo, hallo, Ron, hi, warst du schon bei der Post oder eben bei DHL? Ron, hallo, Ron, wenn du mir bis morgen keine Sendenummer schickst, werde ich mal über PayPal anrufen. Kannst du die Box heute losschicken? Wäre super, hallo, ruf mich bitte an, sobald wie möglich. Ron, melde dich. Ron, hallo, hallo, ey, Ron, hallo. So, dann schreibt er, Digga, ich bin auf Montage, ich habe mein Handy nicht den ganzen Tag am Mann. Der Zettel ist irgendwo hier in meinen Klamotten. Ich suche den die ganze Zeit. Ich so, okay, dann such den, also warst du bei der Post? Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn ich 2 Tage keine Antwort bekomme. Hab dir gesagt, dass ich Mittwoch für 2 Weeks Montage bin. Hab das gestern Mittag weggebracht, muss Zettel suchen, schreib dir dann, wenn ich den gefunden habe. Okay, nicht so. Ging das mit Express? Meldet sich wieder nicht. Ich so, hi, schickst du die Sendenummer? Yo, hallo, Ron, schick mir bitte die Sendenummer. Paket müsste ja schon da sein mit Express, sonst rufe ich jetzt bei PayPal an. Wir haben einen Kaufvertrag und der besagt, dass die Sendeverfolgungsnummer dringend erforderlich ist. Sollte ich die nicht bis heute Abend bekommen, werde ich rechtliche Schritte einleiten müssen. Also bitte ich dich nochmal die Nummer zu schicken, da du das Paket laut deinen Angaben eh schon verschickt hast. Hallo, Ron, glaube kaum, dass du am Wochenende auch ununterbrochen am Arbeiten bist. Schick mir bitte die Sendenummer. Hallo, Ron. Ron, was ist das denn? Wieso meldest du dich nicht? Ich brauche die Sendenummer. Bei mir ist kein Paket angekommen. Ron, du bist online. Antworte mal, Ron. Werde morgen Anzeige erstatten. Nur schon mal zur Vorwarnung. Ron, 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 Sendenummer, schick sie jetzt. Hallo, Ron. Ron, hallo, was soll der Scheiß? Hallo, wo ist mein Paket? Ja, ich wurde einfach hardcore gescammt. Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Er hat sich überhaupt nicht mehr gemeldet. Und das ist jetzt einige Jahre her. Und ich würde sagen, wir rufen den jetzt zuallererst mal an, oder? So, jetzt noch ganz kurz, bevor wir ihn anrufen und versuchen zu kontaktieren. Ich war natürlich auch bei der Polizei. Ich habe hier auch Post bekommen von der Staatsanwaltschaft. Nicht nur von der Staatsanwaltschaft, sondern auch von der ein oder anderen Polizeidirektion. Habe auch einige Anrufe da geführt, damals mit denen. Ja, und die Polizei konnte mir leider nicht weiterhelfen. Die meinte, hoffnungsloser Fall. Die finden nichts raus. Anscheinend ist die Identität gestohlen worden von diesem Ron. Und der ist gar nicht der, als den er sich ausgibt. Und das werden wir jetzt auch einfach mal rausfinden. So, schauen wir mal. Vielleicht geht er spontan ran. Ich meine, so eine Handynummer. In Deutschland kannst du ja auch nicht einfach so haben. Die muss ja auf einen Namen registriert sein. Das ist auch die nächste Sache. Ich frage mich sowieso, was die Polizei da für Arbeit geleistet hat. Aber in dem Fall wird der Fall für die wahrscheinlich eher unbedeutend sein, wenn irgendein Idiot ihr Geld verliert, weil er Pokémon-Karten kauft. Trotzdem finde ich das sehr schade, weil die hätten definitiv Mittel, die ich als Privatperson nicht habe. Und sie haben es nicht geschafft, da auch nur ansatzweise irgendwas rauszufinden. Die haben nicht rausgefunden, auf wen die PayPal-Konten liefen, wo die IP vielleicht sitzt. Ob der vielleicht eh wirklich in dieser Wohnung sitzt. Wir wissen es alle nicht. Die Polizei konnte nichts rausfinden und ja, dementsprechend ist das Verfahren auch erstmal auf Eis gelegt. Außer ich melde mich irgendwie mal wieder mit Informationen. So, und jetzt rufen wir ihn an. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Okay, das ist schon mal ein Fehler. fail gewesen, also anrufen können wir nicht. Aber wir können ihm schreiben. Und wir können ihn versuchen, erstmal auf Telegram anzurufen. Probier den da erstmal anzurufen. Der hat mich bestimmt schon blockiert, aber egal. Okay. Steht nur Verbinde. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Wenn der jetzt wirklich rangeht, das wäre schon weird. Oh, das wäre schon sehr weird. Okay, nee, da geht nicht ran. Da passiert nichts. Da steht nur Verbinde. Ich probiere es auch nochmal über WhatsApp. Einfach über alle möglichen Dinger hier. Ich glaube, der geht nicht ran, aber es klingelt zumindest. Das heißt, die Nummer existiert noch und die ist wahrscheinlich auch irgendwo noch in einem Handy drin, die SIM-Karte. Krass, okay. Aber gut, er geht leider nicht ran. Dann würde ich jetzt sagen, wird es Zeit, dass wir ihm schreiben. Auf Telegram. Ich habe ihm tatsächlich schon geschrieben, hi, du bist mir noch 3.000 € schuldig, erinnerst du dich? So, und jetzt schreibe ich, hi Ron oder wer auch immer du bist. 4 Jahre nach deiner Tat bin ich immer noch schockiert, sowas erlebt haben zu müssen. Ich hoffe, du hast etwas Vernunft und würdest dich in einem Video-Interview dazu äußern. Ich freue mich auf eine Antwort. Das Ding ist, wenn ich den jetzt irgendwie beleidige und sage, du und du und was auch immer, dann wird das zu nichts führen. Vielleicht kriege ich den ja wirklich so ran und irgendwie meldet er sich dann. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, zumindest hat er damals hier meine Nachrichten gelesen, wo ich geschrieben habe, du bist mir noch 3.000 € schuldig, erinnerst du dich? Ja, ich werde vielleicht den Fall echt nochmal ein bisschen aufgreifen und da ein bisschen selber nachforschen. Ich meine, das ist ja nicht allzu schwierig, da vielleicht ein bisschen was rauszufinden. Wir werden es sehen. Ja, Leute, euch kann ich nur mitgeben, seid echt vorsichtig im Internet. Ihr habt es ja gesehen, ich habe selbst den Ausweis und den Mietvertrag von dem gesehen und wurde trotzdem abgezogen. Also glaubt nicht an im Internet und vor allem bei hohen Beträgen, passt da wirklich auf, Leute. Tut euch selber den Gefallen. Seid nicht so dumm wie ich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.